Oh, was ist jetzt passiert? Zwei Healies, all Damage. Ach, ja, okay, da sind wir wieder. Wir hatten kurz ein paar technische Probleme. Aber da waren ein paar lustige Bilder jetzt im Vorschau. Aber wir kommen zurück zum zweiten Part des großen ja, Marathons von Let's Get Royale. Naja, wahrscheinlich wird es jetzt auch so nehmen, weil ich es oft genug angekündigt, oft genug so betont habe. Oder davon gesprochen habe, dass es so heißt, wie es heißt. Wie viel würdest du noch jetzt noch kosten, jetzt full Onyx zu werden? Ich glaube, so unter 9000 irgendwas kostet das. Man, ja, naja, keine Ahnung. Oh, das Spiel stürzt ab. Boom. Ne, ich habe nur eingekauft, wa? Ich mach mal kurz City Refresh. Ach ja, habe ich schon gesagt, willkommen. Willkommen. So, erstmal einen Schluck trinken, wa? Hätte ich in der Pause auch machen können, aber. Ne, alles live. So. Wie sieht es jetzt aus? Was können wir noch machen? Also ich denke, ich habe irgendwie voll Lust, doch noch mal richtig hier rein zu squashen. Jetzt sind wir bei 70.000. So, jetzt müssten wir einiges an Edelstein haben. Ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt, wie viel ich gekauft habe. Vielleicht war es nicht gut. Nee, perfekt. Genau passend. Oha, ich bin echt brutal. So, jetzt kommt es halt drauf an. Bin ich hart behindert oder nicht? Und das hart Behinderte schließt sich daraus, mache ich mir jetzt noch ein Royal oder nicht? Weil dann würde ich nämlich da die 12 Crit Damage reinpacken. Also ich werde halt das, die drei Events halt durchfarben und den halt zusammencraften zu 12% Crit Damage. Ja. Ich kann ja mal kurz mal was nachgucken. Werden mich ja die Stats kurz gucken. Ich habe hier einen Rechner und da werde ich erstmal kalkulieren. Hoho, er ist voll hart verkalkt, der Typ. Oh ja. Hä? Ach so, ich habe mein Pad gar nicht an. Deswegen steht da gar nicht das gewisse etwas. So, aber hier für 1009 094 94. Das andere Damage haben wir 544 50 44. Crit Damage. Wären wir jetzt bei 54. So, das wäre dann halt 18.900 DPI. Weil der Wert hängt auch relativ von der Angriffsgeschwindigkeit ab, aber die ist jetzt auch nicht so hoch, dass man sagen könnte, uiuiui, komplett Humbug. Aber wenn ich das jetzt reinsetzen würde, dann hätte ich 1015 Schaden pro Sekunde. Dann wäre ich hier bei 4262. Oh, ich glaube, meine Entscheidung ist getroffen. 4200. Ja, dann hier 5213. Und ich habe 700. Ne, 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 ne. Oh, ich habe auch gerade gemerkt, ich habe dann gleich einen Fehler gemacht. Aber ich hätte 19.281 jetzt mit dem Heiligen. Ich habe vorher gesagt, auch ohne den Heiligen ist der halt nicht so geil. Aber ich mache jetzt einfach mal nochmal das andere. Denn es sind ja 12% Crit Damage. Ich habe gerade nur mit 8 gerechnet. Das heißt, 4 kommen noch drauf. Aber ich denke, es wird sich nicht viel ändern. Jetzt sind es dann bei 58. 58. Bam. Ja, ich bin trotzdem noch besser.
Ja, komm weg, da weg damit. Weißt du, der, die, nee, das lasse ich jetzt so. Ich denke, ich sollte jetzt auch einfach noch einfach Rubine kaufen, auch wenn jetzt noch keine Verbesserung mehr kommen könnte. Billiger wird man die Rubine und jetzt backt das irgendwie rum. Okay, kurz mal Schwarzbild. Ach nee, okay, cool, passt schon direkt. Nee, was würde ich jetzt noch hinkriegen mit den restlichen Undermans? Ich rechne mir mal kurz aus. Ich habe 74.000 durch 9.000 hätte ich noch 8 Stück. 8 Stück, das sind, sage ich jetzt einfach mal 8. Hätte ich zwei perfekte und zwei Strahlen. Boah, das war jetzt echt krass, Matheaufgabe. Also, bam. Boah, du bist so intelligent. Ne, ich denke, ich sollte die echt wirklich einfach kaufen, weil billiger wird's nicht. Oder ich arbeite ein bisschen in der Defensive, wo ich mir dann auch denken würde. Bist du behindert? Maximal da könnte man noch was machen, aber der Punkt ist jetzt, hier habe ich mit einem Stein, brauche ich nur noch einen Stein komplett machen dabei und das ist, wenn hier, muss ich noch zwei Steine komplett machen. Moment mal. Ich habe jetzt hier mit den zwei Heiligen 58 Damage. Wenn ich einen Heiligen habe und einen Perfekten, dann habe ich 60 Damage. Oh, GG, well played. GG, well played. 1, 2. Oh, scheiße, habe ich hier zwei. Ein Glück, dass das System nicht mehr zu viel kauft. Ich hätte jetzt Doppelklick gemacht, Alter. Dann hätte ich jetzt noch einen gekauft, weißt du. Oha. War wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Weil es ist ja worth the money. So, jetzt wird hier wieder ein Paket geöffnet. Wo ist es denn? Da. Was habe ich erhalten? Eine Juwelier der Aufwertung. Uiuiui. Waren jetzt bei 1015 in der Waffe. Wunderschöne Steine. Und jetzt habe ich genau 3 Damage mehr und hier auch noch irgendwas Damage mehr. Aber ey, das sieht ja schon echt alles ziemlich geil aus. Alter, wenn man das hier so sieht. Oh, das ist schon lecker. Muss ich sagen, das schmeckt echt gut. Was der Team wieder für bekloppte Sachen macht. Uiuiui, was hat sie wieder so Sachen macht? Uiuiui. So. Trotzdem bin ich jetzt noch immer noch am Überlegen. Soll ich mir jetzt nochmal wirklich Steine kaufen? Weil die sind gerade so billig wie noch nie. Und ich denke mir so jetzt. Spare lieber einen Diamant. Kaufe lieber. Ich denke, ich werde mir jetzt. Ich sehe jetzt gerade einfach mal, ich bin jetzt mit den Saphiren quasi gleich. Ach, weißt du was? Ich will heute ein bisschen strahlend sein. Ich bin heute mal so ein bisschen der Strahlemann, weißt du? Da mache ich jetzt einfach hier auch noch den Move. Klatsch, boing, katsching. Und ich habe irgendwie mal einen Inventarplatz mehr. Oh yeah. Boah, ich könnte jetzt so richtig hartes Thumbnail rausmachen. Wirklich jeder Stein, den ich hier so crafte, ab ins Thumbnail. Alter, da würden die Leute ausrasten, ey. Da würden die so mega hart ausrasten. Alter, das wäre echt mega krass. Ich meine, es hat sich jetzt nichts verändert, aber ey, es sieht schöner aus. Nee, ich denke, ich werde jetzt wahrscheinlich mit einem höheren Runspeed spielen. Wenn ich das schon mache, dann soll es sich auch lohnen. Kann ich das? Nein. Ich muss tatsächlich noch wirklich jetzt 3 nehmen.
Also ich habe jetzt auch jetzt insgesamt ein Run Speed, ein Run, nee, ein ein Speedbreak Point höher. Boah, das ist aber auch echt ein Wort. Speedbreak Point. Speedbreak Point. Speed Bacon Point. Oh, was für ein Wort. Da steckt Bacon drin, das muss super sein. Boah, Zitat. Da steckt Bacon drin, das muss super sein. Zitat Cedrics 2017. So, 20.000 will ich mir auf jeden Fall noch behalten, denn ich weiß noch nicht, was so kommt. Also, ich sag mir jetzt mal zwei Steine. Also, ich will jetzt auf jeden Fall nochmal hier. Eventuell kommt ja sogar jetzt noch was. Und dann bin ich echt glücklich. Dann könnte ich jetzt auch die Onyxe voll royal machen. Ich sag mal jetzt, wenn jetzt noch ein normaler Onyx kommt, dann kaufe ich mir den Rest auch einfach zusammen. Alter, wie viel Gold übrigens das Craften von Royal Stein gekostet hat. Das war ja immer übertrieben teuer. So, nee, ich farm jetzt auch mal ein bisschen hier. Hab gerade gesehen, hier gibt es fast einen 10k Jackpot. Und da squash ich mir jetzt einfach mir ein paar Sachen rein. Meistens liegt es einfach nur daran, weil irgendwie droppt mit Gold so und Onyx schneller. Also da habe ich mehr Glück. Naja, kann man es ja so nennen, wie man möchte, wa? Habe ich noch irgendwas Lustiges zu erzählen? Ja, ich habe ein paar neue Serien gesehen. Insgesamt habe ich in den letzten paar Wochen mir Jessica Jones, also Marvel Cinematic Universe, was angeguckt. Nämlich einmal Jessica Jones, dann nach Luke Cage und dann habe ich gemerkt, hätte vorher mal Daredevil geguckt. Die habe ich mir angeguckt und ich kann ganz klar die Reihenfolge sagen, wie ich, also eine ganz klare Reihenfolge ist halt, Daredevil hat mir von, naja, es hat sogar zwei Staffeln gehabt. Aber ich muss irgendwie sagen, es ist so. Der steht ganz unten auf der Liste. Also eigentlich gibt es nur. Ich gebe drei Plätze und Jessica Jones und Luke Cage auf dem ersten Platz. Also ich finde die. Ja. Also das Gesamtpaket bewerte ich da und da sind die halt auch beide auf dem gleichen Platz. Das finde ich halt krasser. Wenn man jetzt von der Story und. Ich sag mal bei Jessica Jones, wird man da die Schauspielerin austauschen? Ja, dann. Ja, auf zweiter Platz. Dann finde ich die Serie von Luke Cage einfach deutlich besser, weil der kommt halt richtig. Ich will euch einfach alle nur helfen und ich bin quasi nicht kaputt zu kriegen. Also, ihr könnt ruhig auf mich schießen, aber ich gehe nicht tot. Weil die Kugeln prallen einfach an meinen Körper ab. Was auch schon mega, mega witzig klingt. Einfach, ja, also Kugeln, die prallen einfach an mir ab, weißt du, ich bin so awesome. Die prallen einfach ab, weißt du, die denken sich so: Oh nee, der ist zu awesome, darf ich nicht verletzen. Wie heißt es? In Jessica Jones spielt halt die Schauspielerin aus Breaking Bad mit, die da in der zweiten Staffel verreckt ist. Boah, harter Spoiler. Uiuiui. Na, also ganz ehrlich, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, habt ihr echt Pech gehabt. Außerdem stirbt Jesse übrigens auch in der dritten Staffel. Und Walter White in der ersten. Ha! Ich bin mal gespannt, wie viele ich jetzt damit getriggert habe. Naja, das sollte eigentlich mittlerweile durchgeguckt haben, so wie Dexter, aber Dexter will ich echt nicht spoilern. Die Serie war zu gut. Aber ich muss auch sagen, dass Dexter besser war als Breaking Bad. Also viel besser. Generell, allein die Serienlänge sagt schon eine Menge aus über eine Serie. Dexter 8 Staffeln, Breaking Bad 5 Staffeln. Ich meine, es sagt schon etwas aus, wie dermaßen Leute dranhangen und das geguckt haben. Aber auch etwas um die Qualität, weil man hätte die ja nicht so lange gemacht, hätte die niemand geguckt. Das heißt, die muss ja gut gewesen sein. Auch wenn das Ende, auch wenn quasi Enden von Serien so relativ so, meh. Ich muss jetzt sagen, dass Daredevil echt so einen richtig harten Cliffhanger in der zweiten Staffel, in der letzten Folge, ganz am Ende der zweiten Staffel hatte, dann denke ich mir auch so, jetzt möchte ich doch die dritte Staffel gucken, weißt du? Aber ich finde den Superhelden irgendwie zu normal. Ich meine, der ist blind und ja. Was kann der? Was zeichnet den als Superheld aus? Naja, es ist eigentlich, er ist halt blind und kann kämpfen. Und hat halt einen coolen Anzug.
Im Vergleich zu den anderen, also quasi im Vergleich, einfach ein anderer mit Kampfausbildung wäre quasi genauso gleich. Okay, also ich meine, er kann noch, keine Ahnung, er hat so ein, er kann Sachen aus einer übertrieben krassen Umgebung hören, also quasi so ein relativ großes Radar, wie und wie einem tickt. Okay, das ist noch so eine Funktion, aber ich denke mir so, ja, so richtig geil ist der Charakter jetzt nicht. Und Jessica Jones ist irgendwie auch nur so, nur so eine, ja, eine Billigversion von Luke Cage. Weißt du, Luke Cage, der ist unverwundbar und kann alles kaputtschlagen. Was kann Jessica? Alles kaputtschlagen und ja, ein bisschen hochhüpfen. Also springt ein bisschen höher als andere Menschen. Aber auch nur ein bisschen. Aber es ist genauso sterblich wie Daredevil. Aber generell, wie die alle da in der Serie einfach immer so fast verrecken und dann, ja, hier jetzt flicken wir dich eben noch und in der nächsten Folge ist er schon wieder halb tot. Und dann, ja. Ich bin einfach mal gespannt auf die Defender-Serie. Ich muss auch sagen, dass mir der Charakter Punisher im Daredevil besser gefallen hat als Daredevil selber. Und auf die Serie bin ich einfach mega gespannt. Der soll ja eine eigene bekommen. Und die soll ja auch 2017 rauskommen. Hab mir auf Netflix die auf meine Liste gepackt. Und sobald die rauskommt, werde ich trotzdem warten, weil ich habe keinen Bock auf immer eine Folge und weitere Folge und noch die nächste Folge. Und auch nächste Woche gibt es erst die nächste Folge. Nee, ich gucke mir die alle erst dann an, wenn auch wirklich alle Folgen rauskommen. Weil früher habe ich das halt im Fernsehen auch gehasst. So, oh, jetzt ist was Spannendes passiert. Dann werde ich aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber jetzt muss ich bis morgen warten, genau um die Uhrzeit Zeit haben. Boah, nee. Da möchte ich mir lieber alles am Stück angucken. Alles an einem Stück. Oh, der Jackpot ist weg. Scheiße. Nein. Jetzt würde ich quasi auch nicht mal lohnen, wirklich weiter zu gaukeln, wa? Oh, geil. 50 Gold, jetzt kann ich gleich ein bisschen weiter gaukeln mit Gold. Nein, ich mache noch bis 25.000 runter. So, komm schon, komm schon! Okay, nee. So, jetzt gaukel ich noch etwas hier herum und hoffe einfach mal, ich bin nicht dumm. Boah, dieser Reim, der war schon wieder so klasse. Ich glaube, ich habe ein Schweinesteak. Ja, ich glaube, ich bekomme Schweinesteak. Ab sofort heißt es nicht mehr, ich bekomme Cancer, sondern ich bekomme Schweinesteak. Cedric 2017. Boah, also jetzt war quasi eigentlich schon zwei Videos wegen dieser großen Aufregung und jetzt ist quasi schon wieder alles verpufft. Wisst ihr, jetzt ist quasi alles weg. Und jetzt kann ich dann quasi einfach wieder weiterfahren, aber mit deutlich mehr Damage. Aber das muss man schon sagen, das gefällt mir. Ja, schon sehr gut. So, ja. Ach so, ach, ich habe noch zu Luke Cage, zu der Serie. Da muss ich echt sagen, da war ja, wie heißt es, der war ja, also ich empfehle euch, guckt erst Jessica Jones zu Ende, weil da taucht Cage nämlich auf. Und vielleicht, da, wie heißt es, ein, zwei, drei Erwähnungen gibt es in Luke Cage. Und ja, schon relativ cool. Es gibt aber nur so ein paar Erwähnungen, die laufen sich eigentlich nie beim Weg. Es wird erst in The Defenders passieren. Aber die Staffeln, beziehungsweise Serien, die sind so teilweise gleichzeitig. Zum Beispiel in Daredevil wurde dann kurz gesagt, ja, ich habe noch einen deiner coolen Superfreunde verarztet. Und das war halt Luke Cage. Und da dachte ich mir so, oh krass. Und er das weiß es und der hat halt nicht gesagt, wer das war, aber ich wusste dann so, ah, okay. Das war der. Aber hätte ich jetzt als erstes Daredevil geguckt, hätte ich das zum Beispiel nicht gewusst.
Aber es wäre wahrscheinlich auch erst guckt man die erste Staffel Daredevil, dann Jessica Jones, dann die zweite Staffel Daredevil und dann erst Luke Cage. Weil ich denke, so von der Chronologie habe ich es mitbekommen, dass es so ist. Generell finde ich schade, dass die alten Punisher-Filme nicht in das Universum reinkommen. Habe ich mir nämlich erstmal den einen Film angeguckt und dachte mir so, boah, der ist ja richtig hart badass, Alter, richtig krass. Und in dem Film war sogar John Travolta mit. The Punisher. Da dachte ich mir so, boah, was für ein krasser Film. Und dann, joa, habe ich mir das weiter angeguckt, dachte mir so, boah, der Charakter ist ja mega krass. Und dann, ja, anderer Charakter, aber quasi gleich aufgebaut. Also es ist jetzt quasi, im Film hat er nur ein Kind gehabt, in der Serie zwei. Mehr ist quasi nicht passiert. Also viel geändert hat sich bei dem Typen nicht. Aber es ist irgendwie schon schade, dass man halt das, der hat ja schon einen Film gehabt, beziehungsweise eigentlich zwei Filme, aber einer davon soll scheiße gewesen sein. Aber ich finde, der erste war, der war schon so krass gut, da möchte ich mir keinen schlechten zweiten angucken, auch wenn er vielleicht gar nicht mal so schlecht sein, gar nicht so schlecht sein ist. Ist. So, ich denke jetzt mal, jetzt bin ich genug gegaukelt. Ja, und ich sage jetzt einfach mal, okay, es wird jetzt nicht mehr royal. Das war's jetzt mit Versuchen noch royal zu werden mit für die Onyxe. Ich wollte mal überlegen, ob ich mir jetzt tatsächlich noch Oh, guck mal, Ash, ich hab gerülpst. Jetzt kannst du dich wieder freuen, Alter. Ha! Booyakasha! Alter, der kam ja echt mal richtig so richtig gesteppt aus dem Nichts kam. Der weißt du, der kam vor hinten richtig rangeschlichen und dann mit Vollkaracho durch den Mund in die weite Welt hinaus. Haha, den Boy, diesen Hörn, ey, den nenne ich jetzt einfach Frank und Frank ist mittlerweile jetzt schon weltberühmt. Okay, also nicht wirklich, aber ist auf jeden Fall berühmt als, keine Ahnung, irgendwie anders. Ach, guck mal, hier habe ich jetzt auch schon einen, den da geschafft. Ha, nice. Quasi, das ist quasi auch das Beste, quasi. Muss echt sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Also jetzt ohne Spaß. Ich bereue, wahrscheinlich werde ich erst morgen bereuen, dass ich wieder gepayt habe, aber oh ja, ich muss das aufschreiben in meine Liste. Ich habe mir auch eine Liste, ich hab übrigens viele Listen, also ich bin der Mann, der mit vielen Listen. Oh. Ich habe mir eine Liste gemacht, wie viel ich insgesamt für Draken dann gepayt habe und das ist mir schon übertrieben zu viel. Aber wenn man denkt, dass ich das schon 3 Jahre spiele und 2 Jahre von richtig intensiv, zumindest meine ich, dass 2 Jahre davon intensiv waren, vielleicht waren es auch 3 Jahre oder 2,5 Jahre richtig intensiv und spiele es insgesamt schon 4 Jahre. Weiß nicht genau, ich könnte jetzt in den nachgucken, weil ich habe zu einem Event auf jeden Fall angefangen und einen gewisser Stein auch noch erfahren und so bla 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 und bla bla bla. Bla bla bla. Das wollte ich damit sagen. Ich gehe jetzt schlafen. Oh, jetzt recht durch. Ha. Deswegen ist auch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Fast voll royal. Fast voll royal. Und der ganze andere Scheiß kann verrecken. Ha! Buh! Nee, also ich denke mal nicht, dass ich hier noch irgendwie was Großes. Also ich werde auf jeden Fall noch wahrscheinlich nochmal gaukeln, wenn der Andermann-Jackpot riesig ist. Auch relativ cool, Alter. 50.000 K Andermann. Nee, 50.000 Andermann. 50.000 K Andermann wird noch heftig. Oioioi. Habe ich mir einfach mal so erfarmt in den letzten paar Wochen, Monaten. Ja, war ganz cool. Ja, dann wird jetzt weiter gefarmt, noch sich wieder ein paar Steine geholt. Eigentlich war es jetzt ein bisschen dumm, dass ich jetzt die aus der Box genommen habe, weil mittlerweile droppen nur noch die einfach so und die benutzen jetzt einfach doppelt viel Inventarplatz als zuvor. Also ich bekomme jetzt noch 2 Steine. Also die durch dieses Mini-Event und das nächste. Und ich habe quasi genauso viel Steine Inventarplatzverlust wie früher auch. Also hat sich gerade nichts geändert, also scheiß was drauf. Ja!
13 Stück konnte man mittlerweile farmen. Durchs Event und durch das Event. Also 8 Stück. Also insgesamt 5 Stück eigentlich nur durch die Spitzhacken. Ich muss echt sagen, ich habe mir da echt mehr erwartet. Weil ich wollte da schon echt noch eine Menge mehr Form von am Vorschlüsselmann. Weiß ja nie, wann man die gebrauchen kann. Ne? Eventuell kommt ein Event und dann sind die mega OP und dann habe ich halt echt eine Menge gefarmt. Aber ich finde es halt voll schade, dass die das weggemacht haben. Als ob so einer gemerkt hat, oh, die meisten Spieler, wir hatten nur gespielt, so viel, richtig krass, weil man da relativ gut am Vorschlüssel gemacht farmen kann. Nee, 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 das können wir jetzt nicht zulassen. Weg damit. Ho, ho, ho. Wir sind so liebevoll zu unseren Spielern. Jo. Pommes. Und habe ich die gegessen. Dann habe ich gekotzt. So, aber das war's jetzt auch für dieses Video. 26 Minuten. Ciao!